Hallo und herzlich willkommen hier, Sebastian hier im Arsch. Ich werde jetzt zum See wegfahren. Vorher hier, Entschuldigung. Ja, zum Wald und dann zum Sägeweg und vor das Holz abliefern. Was wir gerade letzten beiden, drei Folgen gemacht haben. Damit unsere Palettenposition noch mit dem Schub kriegt. Und dann düsen wir los. Sind in so einem LKW. Ich hab Eye-Tracking ausgemacht, weil das funktioniert nicht gut. Da muss ich halt mit einer Maus korrigieren, ne? Das geht auch ganz gut, geht aber nur, wenn ich das Eye-Tracking deaktiviert habe. Also, ich hab's ausgesteckt. Ja, was soll man sich da quälen, ne? Bringt ja nichts. Und wenn ich so gucke, nur Erde, das ist ungünstig. Ja, ich fahre jetzt Richtung da, wo wir angefangen haben, beim größten Stück Wald. Und das Sägewerk braucht nämlich viel Holz. Da geht so einiges rein. Krieg ich gar nicht voll. Aber wie gesagt, das ist jetzt. Nächstes dann hier, ja, könnten wir was erkaufen. Theoretisch, ja, so ziemlich alles. Bäckerei. Also da vorne ist der Wald. Ich weiß, war mal der Wald. Muss ich mal hier durchschleichen. Die alten Dinger sind auch da. Das muss ich mir alles schön wegsammeln. Ja, wegfräsen, die Stumpen hier. Im Grunde, naja, wenn es gut funktionieren würde, man sagt, okay, machen wir das mit Maschine aufladen. Aber das klappt ja hier nicht so gut. Wenn wir hier mehr per Hand machen, müssten, dann müsste ich öfter einspielen und auch die Jahreszeiten entsprechend länger laufen. Und dann ist es nicht mehr machbar von der Zeit, alles zu betreiben. Ne? Also Produktion und so, das wird dann nichts. Naja, diesen Schrott ist auch nicht schlecht, dass er so steht. Normalerweise würde ich mal meinen, nehmen wir nächstes Mal mit bei der Fräse. Ne? So, weiter wechseln. Geht da so einiges auf. Ne? Dass wir irgendwie schaffen, dass wir es gut rein und rausgefahren bekommen. Ne? LKW. Ja, lass uns überlegen. Jetzt kommt der zweite rein und wenn die voll kommt, dann dritter Advent. Also die rücken den Weihnachtsfest. Ofenchip in der Nähe. Ich habe ja nun vorne ausgefahren, solange die Grenzen offen sind. Wer so genau weiß, mal schauen, ob sie hinterher Kontrollen machen. Auf Testbild nicht scharf. Muss ich nicht haben. Halt von dem nix. Derjenige, der das schon mit der Schweinegrippe verbockt hat, daneben lag, macht jetzt hier, ne? Müssen
mal so fahren, oder? Das ist nicht schlecht. Der hat sich raufgeschoben, aber nicht richtig. Ich meine, das kleine Stück Holz ist ja nicht so das Problem. So, erstmal sind wir voll, denke ich mal. Oh, den. Die Lichter angerampelt hier. Machen wir fest. Und es geht zum Sägewerk. Mit Vorsicht, ne? Die Dinger fallen da gleich um. Sieh. Das ist eher ein Problem, ne? Die sind ja sowas mit 50 LKWs. Obwohl hier, der ist ganz gut, der ist noch nicht so ganz so dramatisch. Also nicht so übersteuert. Aber bei jeder Gelegenheit. Unkraut wächst auch schon. Aber wir müssen auch noch die Aussaat machen. Also Unkraut darf uns jetzt nicht beeinflussen. Also ich habe mal gesehen, so ein Video von LS. Ja, von einem richtigen Dampfschutzroboter. Von richtigem realen Leben. Ne? So ein Video gesehen. Und da hat der Bauer erklärt, der spritzt eigentlich das Unkraut tot, bevor er die Aussaat beginnt. Ja, zum einen, weil das Unkrautmittel auch die anderen Pflanzen angreift. Und zum anderen, wenn er die Aussaat dann macht, ist das Unkraut nicht mehr da. Das ist gar nicht mal so dämlich. Wer hat mal gesagt, das Zeug, das geht über die, über das Grünzeug in die Pflanze. Die Saat, Anteil 5%. Ich meine, ich halte von Gift an sich nichts, aber wie gesagt, bei einigen Sachen denke ich mal, kann es sein, dass es gar nicht anders geht. Mechanisch kriegst du nicht alles weg. So. Allermeister geht eh mechanisch weg. Nur bei zum Beispiel die Quäke. Sieht aus wie Gras. Das soll ganz schlecht weggehen. Sollte man da wieder reinschieben. So. Haben drei Balken zu liegen, das zwei. Und die Krähen nerven ganz schön, ne? So, holen wir den nächsten Schwung. Jetzt können wir nach vorne legen, das Ding. Das grüne Stück. Bei uns geht alles in Richtung hinten drauf, das habe ich nicht zu lange Baumstämme gesehen. Ich habe mal probiert gehabt, ach, mal, 6 Meter ungefähr, habe ich glaube ich eingestellt. Dann machst du zwei Stück drauf und kriegst du mehr rauf, also mengenmäßig. Ja, aber am Ende ist das blöder. Du musst ja viel zu viel aufladen, ne? Also doppelte Menge. Dann mache ich lieber 12 Meter lange Stücke. Und dann ist es gut, ne? Da habe ich das auch untergebracht. Für ein Sägewerk, also für ein privates Sägewerk, was ich jetzt habe, muss ich mir die Holzmenge anteilen. Ja, fahren wir hier durch, bitte. So. Egal wo jetzt ist, da laden wir auf. Seiten wechseln. Und wieder ausschalten, damit die alle mehr oder weniger vorne hinfallen, sonst geht das alles auch nach hinten. Ne? So. Seiten wechseln. Mit oben reicht das immer. Gewechselt und B wieder ausmachen. Da liegt nur einer rum. Da nehmen wir gleich mit. Das wären doch einige Ladungen, ne? So schön, da kommen wieder Schokoladenherrscher. Das reicht sowieso nicht auf Dauer, also da komme ich nicht hinterher. Will nicht, warum nicht?
wieder ausmachen, ne? Jetzt werde ich gleich müderig und schläfrig. Liegt aber daran, dass ich was gegessen habe. So, euch ist ungünstig. Weil morgen fahren wir doch wirklich bearbeiten. Und ich hier. Das ist Spiel keine Zeit. So, belegen. Oh. Aber irgendwie geht das schon. Ist ja noch zu früh. Ist ja erstmal. Oh, früh. Ab 10, tatsächlich. Also normalerweise in der Spätschicht habe ich mal um die Zeit Feierabend. Aber Freitag ist ja ein bisschen anders. Ein Glück auch. Das wäre gar nicht möglich. Das hier so zu machen, ne? Bis halb 10. Da wird nicht viel. Wieder aus, fest bin. Auf zum Sägewerk. Da kriegen wir noch eine Ladung zusammen. Und wir sind noch ein kleines Stück Wald. Noch ein kleines Stück Wald. Gut, ich muss ja nicht heute alles fahren. Zuckerrüben. Pferdegrad, ne? 30 km/h. Wasser läuft hoch. Wahnsinn. Klappt ja mal, ne? Sonst halt mal Blocking. Zehn läuft auch. Okay. Denn beim letzten Mal, also bei der älteren Aura-Vision, gab es Probleme mit B- und Entladen. Guck gerade an. Also, ich muss mal jetzt feststellen, mein Arbeitskollege hat recht. Der LS nutzt einen Prozessor und der läuft auf gut Deutsch auf 100%. Ich habe nämlich auch die einzelnen Dinger gemacht. Und das ist heftig, das muss ich gerade ehrlich mal sagen. Das sind 5,1 Giga jetzt. Also hier könnte man das selbstproduzierte Holz einlagern, was ich persönlich, naja, erstmal noch nicht machen will. Man soll niemals nie sagen, aber im Grunde bin ich nicht dafür. Y, in zwei falsche Richtung. Weil das ist so nicht im Original. Also Rinderproduktion mache ich ja auch nicht. Weil das wäre nicht, wie es reell wäre, ne? Für Tierproduktion allgemein braucht man eigentlich, ja, Männlein und Weiblein. Gut, in der heutigen modernen Landwirtschaft, da ist es der Besame mit der künstlichen Befruchtung. Und das dauert seine Zeit, ne? Ich habe ja auch jetzt schon, oh man, lange schon, 2 Jahre. Also das Holz jetzt, ich glaube im 3. Jahr jetzt. Und so alt werden auch langsam die Rinder bald. Also die ersten werden noch schwachfällig sein, ne? Also das kommt demnächst. Ich muss auch noch Schweine verkaufen. Ja, heute. Also heute in-game, also. Geht nicht anders. Aber die Aussaat ist noch heute noch nicht fertig. Die kann ich ab morgen machen. Also ab morgen kann ich die Aussaat machen. Da sind einige Felder mit Raps dran, ne, ist die Aussaat. Also andere geht noch nicht. Also Getreide wäre noch zu früh. Laut Seasons also halte ich mir jetzt einen ganz groben dran sowieso. Ich habe mit Raps schon mal Pech gehabt. Alt. Und zwar Raps ist ab hier möglich. Gerste wäre es Mitte Herbst. Dann wird noch gehen Ölrettich. Und Ölrettich ist ja eine Zwischenfrucht. Pappeln keine Frage, Gras auch nicht. Ja. Roggen ist betrachtet wie Getreide, Luzerne. Das
Hopfen zum Beispiel, die Ernte Ende Herbst, ne? Ja, und Vermehrungsgras habe ich nicht zur Zeit. Ansonsten, da kommt der Raps dran, ne? Tiere, Schweinestall, gut versorgt, mit Stroh, naja gut. Im zweiten Stall, hier habe ich einige bei, die müssen im Schlachthof. 100 Kilogramm gehen weg. 112 gehen auch weg. Noch ein Männchen, ne? Nur mal 4 Jahre alt, aber das ist genau der richtige Zeitpunkt. Obwohl, das, na, 94, der könnte noch ein Jahr. 112 Kilo weggerutscht. Da muss ich näher beigehen, also. Hier, 116, 0,5, das ist genau richtig. Bei Weibchen ist es gefährlich, weil bei 0,6, glaube ich, kriegen die nächstes Tier und dann ist es schon hochschwanger, ne? Und das will ich nicht. 0,5, das ist genau richtig. So, und im anderen Stall, das sind Jungtiere, die müssen auch raus. Dass diese schweren sind, die ganz, ganz, naja, alten kann man nicht sagen. 3,3, also die müssen, irgendwann müssen die auch weg. So, bei den Rindern, Milchhof, eine Station, passt noch, Stroh auch. Das ist der Milchstall, also der Milchstall. Da gibt es wieder Jungtiere in, ja, Strich, hab gerade gekriegt, 0,1. Und hier saßen alles die Kälber, die müssen noch raus. Und hier, das ist der zweite Milchhof. Das sind aber jetzt schon Richtung Schlachtreif, ne? Männliche Tiere sind ein bisschen größer, die sind von, mehr, haben mehr Gewicht. Also 1,4 Jahre alt, halbe Tonne, nicht schlecht. Da ist auch bald die ersten fällig. Aber wie gesagt, viele noch nicht, aber wie gesagt, Milchhof, den muss ich umschalten. Das werde ich mal alles ein Ritt machen, Schweine zum Schlachthof, also in Game heute auf jeden Fall. Wir haben erst früh, ne? Das plane ich für heute ein. So hat jeder seine Spielweise, ich habe meine. Bin aber wie gesagt auch flexibel. Also bin ich nicht derjenige, der jetzt sagt, ich muss das so und so machen. Nee, nee. So ist das nicht. Ich bin da ganz offen. Müssen wir runterschmeißen. Damit die alle wieder ordentlich liegen. Dann kriegt mehr rauf, ne? Wenn sie oben drauf liegen, ist das nichts. So, Seitenwechsel und wieder aufladen. Ja, und eben, wenn Zeit ist, Stumpenfräsen machen, ne? Wann? Das habe ich noch nicht geplant. Ich habe ja auch nicht vor, den Wald jetzt zu bepflanzen. Das habe ich ja auch nicht vor. Aber gut, diese Waldstückwerte sind ungünstig zum Felderweiterung. Das ist dann, die Hütten sind dann ein bisschen ungünstig. Wir gucken uns, kann man hier erweitern, aber die Hütten da, also die kriege ich nicht weg. Und das werde ich jetzt auch nicht deswegen jetzt anfragen. Das ist, die Hütten sind da, ne? Dann kommt hier wieder Wald hin. Ich sag mal so, man kann nicht alles so haben, wie man haben möchte. Klar, wenn das so platzierbare Gebäude wären, könnt's verkaufen, ne? Na gut. Aber ist ja in dem Fall nicht. Ist der Prozessor ein Prozessor, ich glaub's nicht. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass es hier eine Vierfachkarte ist und dadurch muss er mehr berechnen, ne? Also auch Produktion und so. Nehmen wir an, dass es so ist. Aber gut. Geht nix. Stehe ich drauf. Ja, hier wäre Traktor leicht besser gewesen, ne? Vom Fahren her.
Zuckerrübenwasser ist Wasser jetzt voll? Ich glaube schon. A, B. Da vorne. Dann. Oh, Überlänge. So, Zuschauer, das soll schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, und schönen Dank fürs Reinschauen. Natürlich freue ich mich wieder, wenn ihr morgen, da seid. Oder übermorgen, je nachdem, wie ihr Zeit habt. Ich weiß ja auch, das ist immer schwierig manchmal, ne? Gibt ja so viele. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, bis dann und tschüss. Tschüss.